Endzeit-News? Wie geil ist das denn? Es gibt Endzeit-News. Ich fürchte bloß, das werden nicht mal zu viele sein. Ich meine, wenn wir eh schon in der Endzeit... Wie lange geht die Endzeit eigentlich schon? Ach so, 2000 Jahre. Na, dann wird sich das noch ein bisschen ziehen. Dann gibt's wahrscheinlich noch mehrere News dieses Formats. Okay, Alter, lass mal hören, worum geht's. Shalom und herzlich willkommen zu den Endzeit News aktuell. Ein tragischer Fall bewegt zurzeit Deutschland, nämlich der Fall Susanna, die Opfer eines abscheulichen Gewaltverbrechens wurde. Ja, das ist ganz tragisch und furchtbar, aber was hat das jetzt mit der Endzeit zu tun? Die in Wiesbaden vermisste 14-jährige Susanne F. ist nämlich in der Nacht zum 23. Mai in einem Feld bei Wiesbaden-Erbenheim vergewaltigt und getötet worden. Der Täter ist ein irakischer Asylbewerber, der eigentlich gar nicht mehr in Deutschland sein sollte, was einmal mehr das Versagen der deutschen Politik deutlich macht. Nein, das hat nichts mit Versagen der Politik zu tun. Ganz einfach, weil der Typ Klage erhoben hat gegen den Bescheid. Und eine solche Anfechtungsklage hat aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, er muss sich so lange nicht an die Aufforderung des Bescheides halten, bis die Sache gerichtlich geregelt ist. Und das gehört zu unserem Rechtsstaat dazu, dass man gegen Bescheide klagen kann. Also in diesem Sinne, hör mal auf, die ganze Zeit Staatsversagen oder sonst irgendwas in der Art zu blöken. Akzeptier einfach mal, dass man in unserem Rechtsstaat gegen Bescheide Klage erheben darf. So wurde berichtet, Ali B. kam laut Polizeiangaben im Herbst 2015 nach Deutschland. Sein Asylantrag sei später abgelehnt worden, aber aufgrund der dagegen laufenden Klage lebte er mit einer Aufenthaltsgestattung in Wiesbaden. Tja, wie ich gesagt habe, man kann diese aufschiebende Wirkung auch unterbinden, indem man in den Bescheid reinschreibt, der sofortige Vollzug wird angeordnet. Das ist aber nicht in jedem Fall sinnvoll. Und jetzt mal ernsthaft, wäre es sinnvoll, einen Flüchtling sofort per Bescheid abzuschieben, und der klagt am Ende und dann sagt das Gericht, dass da ein Fehler vorliegt oder hätte bleiben dürfen. Das wäre nicht so sinnvoll. Trotz eines abgelehnten Asylantrages und an einer Beteiligung eines Raubüberfalles wurde Ali B. trotzdem nicht abgeschoben oder... Alter, du hast gerade die Begründung, warum er nicht sofort abgeschoben wurde, vorgelesen. ...bestraft, weswegen er schließlich sein nächstes Verbrechen begehen konnte, indem er Susanne F. vergewaltigte und anschließend ermordete. Ein mögliches Motiv für Ali B. könnte die Tatsache sein, dass Susanne eine Jüdin gewesen ist und wir wissen ja, was viele Muslime und Islamisten über Juden denken. Ja, Antisemitismus ist unter Muslimen durchaus verbreitet, hat jetzt aber mit der Sache gar nichts zu tun. Die aller naheliegendste Erklärung für den Mord ist, dass der Verbrecher, nachdem er sein Opfer vergewaltigt hat, Angst hatte, es könnte die Polizei verständigen und sie deswegen umgelegt hat. So wie das eigentlich jeder Vergewaltiger, der sein Opfer am Ende tötet, macht. Aus genau diesem Grund. Das ist die logischste Erklärung. Okay, warum erkläre ich ausgerechnet dir, was Logik ist? Als wäre dieser Fall nicht schon schlimm genug. Jetzt müssen auch noch Ersatzerklärungen und Ausschmückungen gedeichselt werden, damit der Fall euch schmackhafter erscheint. Wie eklig. So wurde außerdem am 7. Juni berichtet, Susanna F. war Jüdin. Susanna war offenbar Mitglied der jüdischen Gemeinde in Mainz. In einer Pressemitteilung forderte der Zentralrat der Juden eine rasche und umfassende Aufklärung des Mordes, sowie harte Konsequenzen für den oder für die Täter. Ja, natürlich und zu Recht fordern sie das. Nur halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass ein Vergewaltiger sich vorher über die Religionszugehörigkeit oder allgemeine Gruppenzugehörigkeit seines Opfers informiert, bevor er es vergewaltigt. Das erscheint mir dann doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ich rede ja mit einem Typen, der auch gerne mal was von Illuminatenverschwörung faselt. Also wundert's mich nicht, dass du hier sowas deichselst. Harte Konsequenzen, ja, ich glaube, das wird in Deutschland wohl nicht so einfach sein. Ja, verdammt nochmal, in Deutschland gibt's keine Todesstrafe, so wie es in der Bibel vorgeschrieben ist.
Nun, dass der Islam eine antisemitische Religion ist, dürfte jedem klar sein, der den Koran, die Hadithe und die Biografie von Mohammed gelesen hat. Oh, da würde ich mich an deiner Stelle mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, mein Freund. Ich weiß, dass unter Muslimen Antisemitismus weit verbreitet ist. Das habe ich ja schon gesagt, das ist hinlänglich bekannt, darüber brauchen wir nicht streiten. Dass du jetzt hier aber anfängst mit Koranpassagen oder Sachen aus den heiligen Texten der Muslime, das ist schon sehr gewagt von dir, zumal in der Bibel nichts anderes steht. Denn wie wir hier so schön lesen können, sind die Juden des Teufels, sie sind Mörder und und sie sind Schwätzer und Verführer und ihnen muss das Maul gestopft werden. Das Maul gestopft werden, woran erinnert mich das nochmal? Jo, daran hat mich das also erinnert. Okay, weiter im Text. Den gläubigen Muslimen wird deswegen im Koran laut Sure 5, Vers 51 verboten, mit Juden und mit Christen befreundet zu sein, denn die könnten den Muslimen ja sehr schnell anhand der Bibel deutlich machen, dass Mohammed ein falscher Prophet ist. Das ist so toll. Ja, genau. Die Muslime, die es gewohnt sind zu glauben, dass der Koran und die Hadithe Gottes unverfälschtes, übermitteltes Wort sind, werden anfangen zu zweifeln, bloß weil die Christen ihnen erzählen, dass die Bibel Gottes unverfälschtes und übermitteltes Wort ist. Ja, nee, ist klar. Alter, du kognitive Energiesparlampe. Oh. Und dass der Koran den Muslimen dazu rät, sich von den Christen und Juden abzusondern und so weiter. Ich will ja nichts sagen, aber das kenne ich auch irgendwoher. Arbeitet nicht mit den Ungläubigen zusammen. Meidet die Ungläubigen und sondert euch ab. Doch wer bis zum Schluss an mich glaubt, beziehungsweise wer zum Schluss zu mir hält, dem gebe ich die Macht über die Heiden und er soll sie beherrschen mit eisernem Stab und sie zerschmettern wie Todkrüge. Ja, das ist alles auch aus dem Neuen Testament. Alle Zitate, die ich jetzt gebracht habe, inklusive der antisemitischen Sachen, sind aus dem Neuen Testament. Und kein Wunder, dass Mohammed das so übernommen hat. Ich meine, genauso wie diejenigen, die das Neue Testament geschrieben haben, wollte auch Mohammed sich von den Juden distanzieren, damit sie dagegen als was Besonderes aussehen. In diesem Sinne, fick dich. Auch die Liste der Straftaten von ADB. Ist kaum zu glauben, aber zeigt einmal mehr das Versagen und die Inkonsequenz deutscher Gerichte und Politiker. So wurde heute berichtet. Der Name ADB. Taucht in den Akten von Wiesbadener Polizei und Staatsanwaltschaft mehrfach auf. Erstmals trat der 20-jährige Iraker im April 2017 in Erscheinung, als er an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein soll. Am 24. März rempelte ADB. Eine Stadtpolizistin an und spuckte und schlug um sich. Am 27. April bedrohte er gemeinsam mit einer anderen Person einen Mann mit einem Messer und raubte ihn aus. Zudem wurde am 17. Mai bei der Polizei die Vergewaltigung eines 11-jährigen Flüchtlingsmädchens angezeigt. Jo, und all diese Sachen erfordern gerichtliche Verfahren. Und der Typ sollte ja abgeschoben werden, aber warum er immer noch in Deutschland war, das haben wir jetzt schon dreimal gesagt. Aber du willst es nicht raffen. Besonders die letzte Straftat macht deutlich, dass ADB. Geisteskrank ist, aber seine Taten dadurch nicht entschuldigt werden dürfen, denn jeder bekommt, was er verdient, früher oder später. Verdient hat Susanna laut AfD eine Schweigeminute im Deutschen Bundestag, doch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth von den Grünen, verweigerte dem Opfer Susanna diese Schweigeminute, was in der Tat eine Schande für Claudia Roth und den deutschen Parlamentarismus ist. Also die Einhaltung der Hausordnung und Tagesordnung im Bundestag ist eine Schande für den Parlamentarismus. Gut zu wissen. Alter, du kannst jederzeit Schweigeminuten oder fast jederzeit Schweigeminuten im Bundestag machen. Wurde schon oft getan, aber die müssen beantragt werden. Und die AfD kann nicht einfach
zu einem völlig falschen Tagesordnungspunkt einen Redner suchen, der sich hinstellt und sagt, Edge Badge, ich rede jetzt über ganz was anderes. Wir machen jetzt hier eine Art Demo bzw. Schweigeminute hier drin. Das klappt einfach nicht. Sowas muss schon zur Tagesordnung und zur Hausordnung passen. Und zur Hausordnung passen keine Demonstrationen oder anderes Ähnliches im Reichstagsgebäude. Und schon gar nicht im Plenarsaal. Das alles hat mich ein bisschen an damals erinnert, als die Fraktion Die Linke eine Art Demo im Plenarsaal veranstaltet hat und dann von Bundestagspräsident Lammert zu Recht von der übrigen Sitzung ausgeschlossen wurde, weil das nun mal ein Verstoß ist gegen die Regeln, die im Parlamentsgebäude gelten. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. So viel zur Schande des Parlamentarismus. Jetzt betrachtet ihr es schon als Schande für den Parlamentarismus, wenn man die Hausordnung einhält. Meine Fresse, ist das lächerlich. Adi B. ist zwar in den Irak geflüchtet, doch wurde mittlerweile gefunden und gefasst. So heißt es in einem Artikel vom 8. Juni. Nach Gewaltverbrechen. Fall Susanna. Festnahme im Irak. Kurdische Sicherheitskräfte haben den Tatverdächtigen im Mordfall Susanna im Nordirak festgenommen. Nun wollen sich die Behörden um eine Auslieferung des 20-Jährigen bemühen. Im Irak würde Adi B. für seine grausame Tat die Todesstrafe drohen, doch heute wurde berichtet, dass Adi B. im Irak seine grausame Tat gestanden hat und heute Abend nach Deutschland ausgeliefert wird, wo ihm eine Gefängnisstrafe von etwa 15 Jahren drohen. Damit ist Adi B. zwar der Todesstrafe im Irak entkommen, doch nicht dem Gericht des allmächtigen Gottes. Ja, einem Fantasiegericht, an das Ali nicht so in diesem Sinne glaubt, wie du es tust. Also ist diese Drohung ein bisschen zwecklos gerade. In Offenbarung 21, Vers 8 heißt es über solche Mörder wie Adi B. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wie geil, dass hier jetzt Leute, die rumvögeln, wie er es nicht haben will, oder Leute, die an was anderes glauben, wie er, mit Mördern und sonstigen Verbrechern auf dieselbe Stufe gestellt werden. Erbärmlich, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich kann doch nicht einmal einen schönen Witz drüber reißen, so traurig ist das. Nämlich der ewige Tod. Viele Menschen entkommen durch ihre Flucht vielleicht dem irdischen Gericht, doch dem Gericht Gottes wird niemand entkommen, auch nicht Adi B. Mögen die Verwandten und Freunde von Susanna getröstet werden und ihre Wunden im Herzen heilen, und möge Adi seine gerechte Strafe bekommen, zunächst im deutschen Gericht und anschließend im Gericht des allmächtigen Gottes. Jetzt mal ernsthaft, MCM, welchen Sinn hat denn die Höllenstrafe? Ich meine, die Strafe, die ihm hier in der Bundesrepublik oder in irgendeinem anderen Staat blüht, die hat ja zumindest noch einen praktischen Sinn. Erstens wird der Täter durch seine Gefangenschaft daran gehindert, nochmal weitere Verbrechen zu begehen, während er gefangen ist. Die Bevölkerung ist vor ihm sicher, solange er im Knast ist. Der andere Vorteil ist, es hat nun mal spürbare Konsequenzen, gegen das Recht zu verstoßen, und es wird womöglich dazu führen, dass ein Straftäter seine Tat nicht noch einmal begehen wird, auch nach Haftentlassung nicht mehr. Kann sein, muss nicht sein. So, aber welchen Sinn hat denn die Höllenstrafe? Soll ein Mörder, nachdem er tot ist, im Jenseits nicht weiter morden? Mach dich nicht lächerlich. Und eine ewige Strafe, die einfach bloß aus Folter und Qual besteht, das ist keine Strafe, das ist einfach eine sadistische Gewaltfantasie, die Rachegelüste befriedigt, nichts weiter. Und die zum Schutz der politischen Obrigkeit ursprünglich mal erfunden wurde. Das waren die Endzeit-News aktuell. Ich bin der Endzeit-Reporter und
Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Okay, ich lasse diese Anspielung. Dann war es das jetzt auch schon wieder. Tut mir leid, dass es heute nicht so lustig war. Und Endzeit Reporter MCM ist so, wie wir ihn kennen und ihn in Erinnerung hatten. Dazu fällt mir dann auch nichts weiter ein. Ich fasse zusammen. Es ist total böse, dass jemand, der gegen einen Bescheid klagt, so lange hier in Deutschland bleiben darf, bis das Gericht was anderes entscheidet. Er bezeichnet etwas, was zu unserem Rechtsstaat gehört, als Versagen. Er bezeichnet es als eine Schande für den Parlamentarismus, wenn die Hausordnung im Bundestag eingehalten wird. Und er deichselt sich irgendwelche alternativen Zusatzerklärungen für einen Mordfall, der ohnehin schon tragisch genug ist. Dazu fällt mir nichts weiter ein. Der Typ ist eine intellektuelle Energiesparlampe. Und damit sage ich tschö mit ciao mit au. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Servus.